viel dazu. Okay. Du weg da. Wie viel haben wir noch? 12.000. Krass. Okay, Eisen 3 ist bald leer. Ja. Gut. Dann werden wir hier eine kleine Ausbuchtung machen müssen. Für das Eisenfeld. Oder hier eine kleine Ausbuchtung für das da. Da hinten sieht schick aus. Aber das ist wieder schon noch weiter weg. Das Kupferfeld da ist schnieke. Das da auch. Also wir haben noch was in unmittelbarer Umgebung. Aber es wird halt immer weiter die Strecke. Und irgendwann haben wir Probleme mit der Distanz, denke ich. Ah ja, so viel Inhalt ist hier nicht mehr. Das ist schon okay. Also, wahrscheinlicher Außenposten da. Da. Ja, mal gucken. Also die kleineren Felder hier mit Absamen. Das ist okay. Das Ding hier kann ich eigentlich gleich abbauen. Ich kann ja mal ein bisschen nachhelfen. So. So. Speedmodule. Da. Dann wird das zu Ende abgebaut. Dann kann ich den 6er Drill endlich mir hier wegmopsen. Dann kann. Oh, das hätte ich ganz gerne. Das sind ganz viele lila und grüne Leichen. Achso, wir haben keine Construction Bots, ne? Nee, haben wir nicht. Ernsthaft? Nee, habe ich nicht auf Tasche. Schade. Okay. Ja, also ich warte jetzt, bis die Drills durch sind, diese 4000 Eisen hier abzubauen. Danach baue ich die Robopods ab, die Beacons ab, die Drills ab, die Kisten. Aber im nächsten, der nächste Zug, der hier einfährt, müsste das eigentlich leer machen. Ja, dann kann ich das Ding ja komplett abreißen lassen. Wir haben hier echt keine Construction Bots? Müsste ich das ja von Hand abreißen? Nee, das mache ich nicht. Aber wir können dann die Station ja schon mal rausnehmen, dass da keiner mehr hält. Weep, 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 weep. Du bist leer. Du bist leer. Oh, Tungsten. Nimm mal Tungsten, tu das direkt da rein. So. So. Ja, das war's mit diesem Außenposten. Zack, zack. Zack. Oh, ja, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber die Ärmchen kommen schon mal mit. Die Laser kommen mit. Laser, 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 Laser. Und dann können die beide das meinetwegen haben. Dann überrennen die das, dann haben sie ein bisschen Spaß, können eine ganze Weile an den Mauern hier rumkauen. Alles gut. Ja, Substations sind jetzt nicht so super wichtig, aber hey, Ressourcen sind Ressourcen. Ja. Das ist keine gute Idee. Loch in Schienen ist absolut keine gute Idee. So. Ja, damit ist auch das Ding hier gegessen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch eine einzige Haltestelle. Und das ist Kupfer 4. Ja. Okay. Mit dem 6er Drill hier wäre auch vielleicht interessant. Vielleicht erwischt es denn drei Eisenfelder und das Kupferfeld. Aber gut, bevor ich jetzt irgendwelche weiteren Hirngespinste mir zusammenreime, was wäre wenn, was könnte man wo machen, sollte ich erstmal in die Heimatbasis zurück. Ressourcen überprüfen. Gucken, ob wir überhaupt noch Edelsteine brauchen oder nicht. Gucken, wie es im Strom aussieht. Allgemein Strom bauen und. Und hier sind keine Bäume mehr. So, weil wir genug Rubber haben wahrscheinlich, ja. Und ihr habt nicht genug Bäume, weil die Bäume da drin sind. Ist okay. So, irgendwas wird irgendwo angenagt. Ist in Ordnung. So, du. Halt. Raus, raus. Kupfer 4. Go. Das ist deine einzige Haltestelle momentan. Und die andere müsste eh zu Kupfer 4 fahren. So. Zeig mir mal eine stinknormale Kiste. Wir haben 315.000 Eisenplatten und knapp 400.000 Eisenerz. Also ich denke, Eisen geht uns so schnell nicht aus.
Kupfer haben wir nur 120.000 Platten und nur in Anführungszeichen 130.000 Erz. Liegt aber auch daran, dass oben halt keine blauen Roboter sind. Wenn ich da gleich hinfahre... Aha. Wenn ich da jetzt hinfahre... Habe ich Roboter dabei? Gut, gut. Also wenn ich da jetzt hinfahre, die Roboter ausschmeiße, dann dürfte es da wesentlich schneller abgehen. Und dann haben wir auch bei Eisenbalten Puffer von 300.000. Und das ist richtig, richtig schick. Genau das habe ich mir gewünscht. Da kann man sich schön drum kümmern, neue Forschungen zu machen und Hightech-Sachen zu bauen, ohne die ganze Zeit auf irgendwelche Kupfer- und Eisensachen zu starren. Das ist echt peinlich, sowas. So. Steig aus. Hau hier nochmal ein paar Türme hin. Einfach, weil wir es können. Da noch ein. Da noch vier. Du bist auch schon leer. Genau, Jungs. Hier. Wie viel haben wir jetzt? 60 Roboter, die alle beschäftigt sind. Nö, dann mache ich die ein bisschen Overkill. So. Die sind jetzt alle beschäftigt, aber sobald die ersten Kisten sich füllen, werden wir auch wieder arbeitslose Roboter haben. Aber das ist mir lieber, hier arbeitslose Roboter oben zu haben, als dass hier die... Genau, die Züge nicht schnell genug beladen werden. Zumal jetzt ja auch zwei Züge hier ankommen, ne? Das ist also okay. So. Drills. Will ich jetzt hier einen 6er-Drill hinbauen? Nö, nicht wirklich. Ich habe jetzt ja hier schon fast alles von Hand platziert. Ich könnte hier nochmal ein paar extra Kisten hinmachen, damit die auch schon mal befüllt werden. Aber sonst nö. Ich mache ein bisschen mehr Abdeckung. Und dann passt das. So, da einen hin. Da einen hin. Alles schön mit Speedmodulen dicht kleistern. Dann passt das. Schön, 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 schön. Also Züge muss ich nicht mehr einstellen, weil beide hierher fahren. Erweitern, also einen Waggon hinten ranhängen, glaube ich momentan auch nicht. Das sollte so schon okay sein. Du könntest hier mal ein paar Leichen entsorgen. So. Roboports. Ja. Ich bräuchte jetzt eine Stelle für den 6er-Drill. Und ich bräuchte auch neue Basen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass ich 500.000 Eisenplatten habe, ist die Motivation, jetzt hier einen Eisenaußenposten hinzuklatschen, nicht so riesengroß. Ja. Ja. Zumal ich ja auch gelernt habe aus dem letzten Mal, ich sollte erst Robopals, Roboter und alle Kleinteile hin mitnehmen, damit ich das Blueprint überhaupt noch nutzen kann. Weil wenn ich jetzt da hinlaufen würde und das Blueprint auspackt, dann bringt mir das gar nichts, weil ich schon wieder keine Construction Bots dabei habe. Wie schaut es hier eigentlich mit denen aus? Ja, nee, die reichen nicht. Also, sobald wir wieder zu Hause sind, Construction Bots mitnehmen. Sind hier durchgehend noch alle Roboter beschäftigt? Ja, sind. Okay. Das heißt, wir müssen aus der Heimatbasis Construction Bots mitnehmen. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Und die Basis hier im Südwesten, die wir leer gemacht haben. Oh, Blei. Stimmt, das wäre ein Argument für den 6er-Drill. Warte mal ganz kurz, setz mal den 6er-Drill einfach... Da wäre noch Tin mit drin. Da oben Tungsten, aber... Ersetz den mal hier und gucken, was so an Ressourcen da ist. So, wir haben 4500 Tin. Ist schon mal ein Argument. 1500 Blei, ein bisschen Silber und Kristalle. Und 300.000 Kupfer. Hm. Ja, machen wir voll. Ich muss nur dran denken, also zum einen fühle ich mich ein bisschen unwohl, den hier so einfach hinzustellen. Also kommen hier noch mehr Türme hin. So. Und zum anderen muss ich das manuell entladen und so weiter, weil ich habe keine Lust, jetzt zu den Kisten hier hinzulaufen und denen jetzt auch zu sagen, dass ich auch noch Tungsten und Blei und Tin und was da noch alles für Gedöns mit reinkommt, Silber einzustellen. Das mache ich dann, wenn die Basis hier abmontiert wird. Okay.
Construction Boards holen. Jetzt wirklich nach dem Rechten sehen bei der Hauptbasis. Vorhin bin ich da viel zu schnell abgehauen, weil ich gesehen habe, dass der Zug weggefahren ist. Und ich dachte mir, hey, spring doch einfach mal drauf, dann musst du nicht laufen. Was ja auch ganz okay war, aber nee. Da wird ein Zug angeknabbert, was? Was zur Hölle? Haben meine Schienen aufgefressen. Und mein... Oh. Ah, es geht ja mal gar nicht. So. Ja, da fehlt noch ein Waggon. Das ist alles hier völlig... So, du... kriegst das da. Und fährst bitte Home Kupfer Go. Übel. Nein, mach hier. Das ist echt dreist von den Beißern. Das heißt, ich muss das jetzt alles von Hand machen. Also anscheinend ist das für die Beißer eine zu große Verlockung, wenn hier eine Basis ist. Also kommen sie hierher und wollen die Basis zerstören. Dann merken sie, oh, da ist ja außerhalb der Basis, also außerhalb dieser tierisch harten Mauern, da stehen ja so eine Strommästen rum. Und so eine komischen Stahlträger mit Holzgeschmack dran. Und dann kauen sie lieber da drauf rum. So stelle ich mir das irgendwie vor. Ja, also doch Kristalle abbauen und jetzt wirklich an jeden Strommast zwei von den Silver Topaz Turrets. Und dann läuft hier nirgendwo mehr irgendwas durch. Ja, wobei, zwei von denen reichen nicht. Wo wir wieder bei der Forschung wären. Mach mal Laser Turret Shooting Speed hoch. Genau. Ich hatte mich ja vorher recht auf die Schadenswerte fixiert. Weil mehr Schaden heißt, dass wir pro Stromeinheit mehr Schaden im Endeffekt machen. Weil halt der Schuss halt den Strom verbraucht. Wenn wir jetzt die Schaden, also die Schussrate erhöhen, verbrauchen wir mehr Strom und machen mehr Schaden. Deswegen ist Damage an sich schicker. Aber darauf kommt es langsam nicht mehr an. So, was machen wir jetzt mit dem ganzen Eisen? Und mit diesen komischen Mauern. Komische Mauern. Kann ich nicht mehr reparieren, weil ich keine Repair Packs mehr habe, richtig? Ja. Zerstören kann ich die knicken, oder? Ach, geht. Nicht. Okay. Also, Repair Packs einstecken, Construction Bots einstecken, überprüfen, wie es in der Hauptbasis wirklich zugeht. Gut. So, Kiste. Ja, sieht schon mal sehr gut aus. Die kommen mit. Da, bitteschön. So. Ja. Eisenkupfer sind okay. Stahlträger sind okay. Plastik ist sehr okay. Rubber ist 4000 da. Resin 1600. Repair Packs 500. Gib mir mal die erstmal raus. Und gib mir... Unter was fallen Repair Packs da? 200 Repair Packs. Dann hätte ich die Repair Packs abgehakt und die Construction Bots. Noch mehr blaue Roboter wären schön. Für die Kupfergeschichte. Aber ich glaube, da fange ich einfach hier ein paar weg. Also sowohl blaue zum oben hin pappen, als auch die alten, um sie aufzuwerten. Wie viele habe ich von den alten inzwischen? Da unten ist noch ein ganzer Stack. Ah, das ist super. Gut, 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 gut. Also die kommen gleich nach oben. Wow. Das Entladen klappt nicht. Ja, und das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich oben mehr Roboter habe, wenn ich hier unten das nicht schaffe im Entladen. Also alle blauen raus. Gleich den nächsten Go. Gleich davon noch mehr. Haben wir noch was an Geschwindigkeit für Roboter? Jaha. Oh, die können auch richtig viel mehr tragen. Okay. 6450. Gut, gut.
Also Geschwindigkeit und Traglast für Roboter sind meine nächsten Prioritäten, damit wir das hier endlich mal in den Griff bekommen. Woran mangelt es, mehr blaue zu bauen? An den blauen Chips. Das heißt, wir gucken mal hier zu unseren. Wir gucken mal zu unserer Ölanlage. Öl ist da, viel zu viel Leichtöl ist da, viel zu viel Petroleumgas ist da. Nur kein Schweröl. Okay. Heißt, wir haben von allem zu viel.